Zwischen deinen Zeilen mit Bernd Begemann. Der Legende nach ist er der erste Punk in Bad Salzuflen, Bernd Begemann. In den 80er Jahren zieht es ihn von Ostwestfalen nach Hamburg. Dort gründet er die Band Die Antwort. Auflösungen, Reunions, diverse Alben. 1993 startet er seine Solokarriere mit dem Album Rezession Baby, aufgenommen in der Küche seiner Mietwohnung in Hamburg-Rotenburgsort. Diese Küche ist auch die Kulisse für die legendäre Tagsüber-Late-Night-Show Bernd im Bademantel. Leider wird diese Show nach 3 Folgen wieder abgesetzt. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Sein vorerst letztes Album, Die Stadt und das Mädchen, erscheint 2018. Moin Bernd, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Ist ja nicht, eine Einladung reicht ja nicht. Wir reden über Texte, die du selber ausgesucht hast. Das freut mich immer sehr, weil dann hast du auch was dazu erzählen. Aber erst will ich wissen, was das da ist. Ist das eine Gitarre, die du mitgebracht hast? Und zwar? In der Tat, das ist eine Billiggitarre. Ich war ein paar Mal in England als Teenager. Und ich komme aus einer Provinzstadt Bad Salzuflen, einer Badestadt, die sich mit Kontakten in alle Welt rühmte. Wir hatten Partnerstädte in Frankreich und auch England und Schweden. Und ich war im Schüleraustausch mit einer englischen Stadt. Und zwar zur Hochzeit des Punkrock-Sommers, des Punkrock-Jahres 76, 77. Und ich wollte das unbedingt auch spielen. Und diese Gitarre war in so einem Geschäft, durch das ich gestromert bin, für umgerechnet 100 Mark oder sowas, was super billig war. Diese Gitarre war zu Recht so billig, aber ich fand sie sah gut aus, denn schwarze Gitarren geben einem eine gewisse Autorität und die Gitarre hat ja auch die Form einer Gibson. Sie ist viel leichter und viel schäbiger als eine Gibson, aber sie hat ungefähr die Form einer Gibson Les Paul. Hattest du damals schon Gitarre gespielt vorher oder war das? Ja, ein bisschen auf der Wandergitarre, auf der Konzertgitarre meiner Mutter. Aber ich war wirklich elektrisiert von den Punkrock-Scheiben, die rauskamen. Ich finde das wirklich die aufregendste Musik, die ich je gehört hatte. Und ich hatte immerhin Mark Bolan und The Sweet gehört. Also ich wusste schon, was aufregende Musik ist, aber die Punkrock-Platten waren noch aufregender. Naja, und es war schwierig, weil ich hatte keine umgerechnet 100 Mark als 15-Jähriger oder 14-Jähriger, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ich musste meine Mutter übers Telefon anbetteln. Dann die Leute, die das organisiert hatten. Ich habe mir die Gitarre erbettelt. Ich bin nicht stolz. Ich habe mir später auch Musikinstrumente und Verstärker gekauft, weil ich Ferienjobs hatte oder meine Comicsammlung verkauft habe. Das macht man doch nicht. Ich habe meine immer noch in den Kartons liegen. Und das waren original Marvel-Hefte, die wären heute. Damit könnte ich Bremen kaufen. Aber wer will schon Bremen kaufen? Ich bitte dich. Ja, es sind eine Menge Probleme, die man sich dann einhandelt. Aber kurz, das ist auch die Gitarre, die wir da oben sehen auf dem Foto? Genau, vielleicht das erste, zweite oder dritte Konzert mit meiner Trio-Punkband Vatikan. Und ja, ich spiele die Gitarre mehr oder weniger. Es gab damals keine Stimmgeräte. Heute klingt Musik so viel besser. Es gibt keine Schlagzeuger mehr, die irgendwie schleppen oder so. Es gibt keine. Alle können singen, weil alle geübt haben. Karaoke und so. Die Sänger, heute ist Musik theoretisch besser auf jeder Ebene. Kinder lernen Rockband in der Schule. Und damals war alles so fast unmöglich zu erlangen, wie in Alibabas geheimen Felsen. Du musstest magische Worte kennen und es war so schwierig. Heute kriegst du Rock nachgeschmissen irgendwie. Also zum Beispiel. Du bist durch die harte Schule gegangen. Durch die super verwirrte Schule, sagen wir lieber. Diese Gitarre kann man nicht wirklich stimmen, weil sie hat keine. Ich glaube, Reiter nennt man das, womit man den Abstand fein stimmen kann für die einzelnen Saiten. Das ist einfach nur irgendwie so ein metallener Stab und da sind die Saiten lieblos reingepflöckt.
Es ist fast unmöglich, diese Gitarre bunt reinzumachen oder bunt reinzuspielen. Ideal für Punkrock. Ideal für Punkrock. Und es hat ja funktioniert. Also zumindest einer da bei den Zuschauern sieht ganz glücklich aus. Rechts angeschnitten ist der Dorfidiot, der ein kleines Tänzchen wagt, was Dorfidioten immer sofort machen, und Gott segne sie. Ich frage mich gerade tatsächlich, ob ich mit dir noch über Geschichten deiner Songs reden will, ob die Gitarre die besseren Geschichten erzählen kann. Ich weiß nur, dass das erste Lied, was ich drauf gespielt habe, Do Anything You Wanna Do von Eddie and the Hot Rods war. Ich habe die Single noch. Das ist doch, der Text von diesem Song ist doch wirklich Balsam für alle Teenager, die sich zu Unrecht verfolgt fühlen. Gonna break out of the city, leave the people here behind. Das Bruce Springsteen'sche, Chuck Berry'sche Fluchtmotiv, übersetzt auf britische Prolls. Tired of doing day jobs with no thanks for what I do. Proletariergefühle, die ich nicht kennen konnte als behüteter Mittelständler. Aber man konnte das Do Anything You Wanna Do, dann, wenn man dann ein bisschen älter und weiser wird, ist einem klar, dass das der Ratschlag ist, der Satanist Aleister Crowley seinen Anhängern gegeben hat. Leicht abgewandelt. Do what thou wilt. Do anything you wanna do ist praktisch dasselbe. Naja, man sollte nicht alles tun, was man möchte. Man sollte sich aber vielleicht klar machen, was für Bedürfnisse man hat und warum. Und damals warst du dir nicht klar? Es war mir nur klar, dass ich irgendwie zu Unrecht verfolgt werde. Aber das, ich glaube, es geht absolut jedem Teenager immer zu allen Zeiten. So insofern. Ist das Leben eines Teenagers. Ich komme zum ersten Text. Nach 17 Minuten gefühlt. Deutsche Hymne ohne Refrain. Unsere Stadt ist weder groß noch klein. Wir haben ein Kino, ein paar Banken, ein paar Eisenbahnschranken. So gemütlich, so gemein. Doch stumme Tränen, stummer Hass, davon erfährt niemand was. Und unsere Fußgängerzone ist so sauber, man kann fast drin wohnen. Wir machen Witze und wir sitzen rum, bloß manchmal bleibe ich stumm, weil es mir vorkommt wie ein Gefängnis. Aber wann ist die Strafe um? Ist das deine Heimatstadt? Ja, und ein paar tausend andere Städte. Kleinstädte. Es gab ja mal irgendwann den Punkt, wo festgestellt wurde, dass in Deutschland mehr Leute in Städten wohnen als auf dem Land. Eine Stadt wurde definiert als alles, was mehr als 100.000 Einwohner hat. Bad Salzuflen hat sowas wie 60.000 Einwohner mit Eingemeindungen. Die Stadt selbst kommt einem viel beschaulicher vor. Da ist dieses Dazwischengefühl, was man hatte, sowohl geografisch Ostwestfalen. Also aber das Strange ist doch wirklich gerade. Ich finde das immer noch, als ich das irgendwann gemerkt habe, das ist witzig, dass die Hamburger Schule hier in Bad Salzuflen entstanden ist. Komplett. Gestern war Frank Spilker hier, also wenn das auch gestartet wird, letzte Woche. Bernadette Lahengst war hier. Das ist ja alles da, fast weltweit, dieses Label und so weiter. Das heißt, ihr wart doch eigentlich eine gute Truppe da unten. Hat man dann sich nicht gereicht? Heute kann man sich schwer vorstellen, dass Provinz wirklich Provinz bedeutete. Man hatte einfach keinen Anschluss. Es erreichte einen alles anderthalb Jahre zu spät. Ich versuchte irgendwie am Ball zu bleiben. Ich hatte ein Abonnement von der englischen Zeitschrift New Musical Express. Habe ich jede Woche gekriegt und wie ein Bibelforscher befragt. Die seltsame Situation ist, der New Musical Express schreibt also, das ist die großartigste Platte aller Zeiten. Aber dann kann man die Platte nicht hören. Und dann geht man ins Plattengeschäft und die sagen, ja, die kriegen wir in einem Monat. Du kannst sie über Import bestellen, das wird aber teuer. Und dann bestellst du sie und, so, und du findest sie irgendwie scheiße. Man, oder es gab LP-Versandhandel, wo man sich LPs, ich habe mir oft LPs oder Singles kommen lassen, die, wo der New Musical Express sagte, das ist jetzt ganz, das, wenn ihr das nicht hört, dann seid ihr echt blöde Provinz da aus Ostwestfalen. Oh, ertappt, ich brauche diese Platte. Sonst ist ihnen klar, was ich bin. Aber du wusstest schon relativ früh, dass du da raus musst und willst und... Ja und nein. Mir wurde aber auch ziemlich früh klar, dass man damit wuchern muss, was man ist. Und dann ist mir auch klar geworden, als ich mich ein bisschen mit Popmusik beschäftigt habe,
das ist all das, was international gehörte Musik ist, ist im Grunde provinzielle Musik. Elvis Presley waren, wie man da sagen würde, White Trash, er war ein weißer Dreckfresser, der komplett provinziell war im Grunde. Der einfach all die Musik aufgesogen hat, die in seiner Nachbarschaft lief und die er selbst gut fand. Er hatte Einflüsse von den evangelikalen Zeltpredigern in seiner Performance, von den Country-Stationen, von den, er hat Country-Songs gecovert und Rhythm and Blues-Songs gecovert, aber er war provinziell. Dann fiel mir auf, dass die Gegend, in der ich bin, sich nicht wirklich unterscheidet von der. Wir reden hier über Deutschland, späte 70er, frühe 80er. Das war eine undefinierte Gegend. Es gab keine Lieder über alles, was uns umgibt. Ich dachte, meine Güte, das ist so interessant, wo wir hier drin stecken. Und es ist unbesungen, es ist unbeschrieben. Manchmal in Büchern tauchte sowas auf. Zum Beispiel, ja, aber die Fehlfarbenmonarchie im Alter ist von 79, ne? Also da war ja schon in Deutschland. Ja, diese neue deutsche Welle. Das, die ja, bei den Fehlfarben hört es auch schon fast auf. Also die beschreiben ihr Ruhrgebiet-Peripherie-Elend. Ich komme aus Duisburg, die kommen aus Düsseldorf. Düsseldorf hat nichts mit dem Ruhrgebiet zu tun. Ja, das denkt ihr in Ostwestfalen vielleicht. Weißt so, du, von euch aus gesehen ist das vielleicht so. Ich weiß, ihr hasst euch alle und es hängt mit der Franzosenzeit zusammen. Kommt da bitte mal drüber weg. Wirklich, das ist hunderte von Jahren her, okay? Ja, ist okay, ist okay. Ihr seid Brüder und Schwestern oder was weiß ich. Ihr müsst aufhören, euch zu hassen. Es ist albern. Aber zum Beispiel auch aus so einem Buch wie von Martin Walser, Ehen in Philipsburg. Da wird das, Philipsburg in Martin Walsers Roman ist eine Stadt, die es nicht gibt. Es ist eine fiktive Quersumme aller deutschen Städte. Übrigens hat mir ein Soziologe mal erklärt, dass die Stadt Bielefeld die absolute Quersumme aller deutschen Städte ist. Er hat mir das vor 20 Jahren erklärt, vielleicht ist es inzwischen anders. Er meint, Bielefeld ist die durchschnittlichste Stadt. Von der Bevölkerungszusammensetzung, von der Bevölkerungsanzahl, von den Lebensumständen der Menschen, es ist, wusste ich nicht, also ja. Interessant. Das ist nur am Rande und dieses Lied Deutsche Hymne ohne Refrain entsteht dem Wunsch zu beschreiben, wo ich überhaupt drin stecke. Mich hat das geärgert, dass im Radio Lieder liefen wie New York, Rio, Tokio oder du gucktest MTV und dann sahst du Duran Duran und die trinken Champagner und fallen von ihren Yachten ins Wasser mit ihren Luxusmodels. Schön und gut, aber das ist so. Das war tatsächlich nie dein Ziel, als dir hat gereicht, jetzt bin ich endlich in Talkshows. Du wolltest nie der große Rockstar werden. Ich hätte nichts dagegen gehabt, aber es war. Ich habe überhaupt nichts dafür getan. Es gibt Leute, die wollen. Die müssen einfach Stars werden, weil sie sonst sterben. Ich glaube, so eine Vermutung von mir. Ich kenne ihn nicht nah genug, aber Udo Lindenberg, also jemand, der sich selbst zwei Museen baut, für den ist das sehr, sehr wichtig. Und das respektiere ich, da ist eine gewisse Kraft, aber mein Verlangen im Leben war auf andere Ziele gerichtet. Du bist mein Niveau. Du kleckerst im Bett, du bist ruppig im Bad, du trägst das T-Shirt, in dem du geschlafen hast. Das ist okay, du bist mein Niveau, du bist mein Niveau. Du popelst beim Frühstück und räumst es nicht weg. Du versteckst das Besteck unter Bergen von Dreck. Das ist okay, du bist mein Niveau. Ist das eine konkrete Situation? Warum hast du diesen Song ausgesucht? Wem willst du noch eine reinwürgen? Nein, nein, das ist meine Art von Feminismus. Das ist so eine Art, willkommen, Girls, jetzt sind wir alle eklig. Du meinst, es ist okay, wenn ihr auch eklig seid. Ihr müsst nicht mehr so tun, als wärt ihr irgendwie kostbarer als wir. Also, ich weiß nicht, ob es Leute so verstehen, aber das ist mein Gefühl, was die interessante neue Geschlechtersituation. Der kleinste gemeinsame Nenner ist die Ekligkeit. Ja, ich glaube eben, ich glaube schon.
wenn man selbst eklig sein will, muss man das anderen zugestehen. Das ist meine Meinung. Tatsache, wenn man länger zusammenlebt, dann kriegt man schon ein paar Sachen mit vom Partner oder der Partnerin und die muss man dann ertragen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das ist echte Verbundenheit. Naja, da kann man ja, ich weiß nicht, ob man unbedingt dann tatsächlich voreinander mit großem Jubelausbruch immer furzen muss oder sonst was alles, ob das dann tatsächlich, man erlebt Sachen vom Partner ganz bestimmt, aber... Etwas Kontenance, nun gut, nun gut. Ich kann dich nicht kriegen, Katrin. Mein Leben würde aufhören, wenn du ja sagst, unser Leben würde anfangen, denn ein bisschen Angst gehabt davor hätte ich schon. Doch es steht da nicht zur Diskussion. Ich kann dich nicht kriegen, Katrin. Das habe ich jetzt eingesehen. Du bist das gute Leben für mich, mein unerreichbares Licht. Ich kann dich nicht kriegen, Katrin. Gab es eine echte Katrin, für die das Lied... Ja. Du bist ein Mensch voller unerfüllter Liebe. Nein. Ja. Gespräch zu Ende. Ich habe so viele wundervolle Sachen erlebt in meinem Leben. Das Wichtige an diesem Lied ist, ich mag die meisten traurigen Liebeslieder meiner sogenannten Singer-Songwriter-Kollegen überhaupt nicht. Die sind zwei Dinge, die ich verabscheue. Sie sind selbstmitleidig und sie sind anklagend. Ich mag keine anklagenden und selbstmitleidigen Menschen. Ich denke, das führt zu nichts. Viele Singer-Songwriter verkaufen sich als romantisch und es sind einfach nur solipsistische Egomanen, die den Schuss nicht gehört haben. Also zum Beispiel, wenn... Hier geht es ja nicht darum, dass eine Beziehung zerbricht. Es geht darum, dass der Sprechende, der Sänger versteht, dass es nicht geht. Er versteht, dass man keine echte, tiefere Verbindung wird herstellen können zwischen dieser Frau, die ihm wie das die Lösung für all seine Probleme oder so erscheint oder für sein Endziel oder sowas. Nein, diese Frau steht fest, dass sie, das sagt sie in den späteren Strophen, dass sie an einem anderen Punkt ihres Lebens ist. Sie kann ihn nicht in ihr Leben lassen und so weiter. Und der Typ sieht das ein. Deshalb zeige ich mit dem Finger auf sie. Nee, das ist in dem Sinne. Er macht dir keine Vorwürfe. Das war für mich das Wichtigste festzustellen. Und ich finde, das ist ein Lied, was 98% aller anderen Songs ersetzen sollte. Weil ich. Aber kennst du nicht das Gefühl zu leiden, wenn eine Liebe auseinandergeht, wenn man sich jemand trennt? Dass man, also das ist dann. Dabei sollte es aber nicht bleiben. Ein Sänger sollte oder jemand, der sich äußert, sollte mehr zu sagen haben. Ich leide jetzt und. So und so ist schuld oder alles sind gemacht. Das ist scheiße. Bist du 5 oder so? Und so, durchdenk das mal. Horch in dich rein. Was ist da wirklich passiert? Was bedeutet das? Das ist eine Gelegenheit, um besser zu werden. Das ist eine Gelegenheit, um das nächste Mal nicht denselben Mist zu machen. Davon handelt dieses Lied. Es ist auch ein Lied über... die Erkenntnisse über die Selbstvervollkommnung. Ich wusste, dass mir kein gutes Wort einfällt. Aber das, man wird besser, wenn man sich klar macht, wieso Dinge passiert sind. Aber man braucht eine Zeit dafür auch. Also dieses Leiden können kann ich absolut nachvollziehen. Dass wenn man eine Trennung, ist man der ärmste Schwein der Welt. Und, Trennung ist noch eine andere Sache. Hier ist es ja so, dass hier geht es um zwei Menschen, die nicht wirklich zusammenkommen konnten. Das ist ernüchternd. Das ist ein Schlag vor den Kopf. Aber naja, hier denkt man ja auch. Also es ist eine Gelegenheit, besser zu werden. Es ist eine Gelegenheit, nicht mehr so egomanisch reinzugehen in die nächste Liebesbeziehung oder so. Vielleicht den Gegenüber besser zu erfassen, bevor man alles an diese Person hängt. Du musst jetzt all das für mich sein. Das ist furchtbar, dass man sich sagt, was für eine Art Mensch
bist du? Wie sind wir wirklich zusammen? Wie sind wir, wenn ich all die Dinge nicht mehr vortäusche? Das ist viel interessanter, außer, oh, mir geht's jetzt schlecht wegen Liebe. Oh, solche Lieder, die kannst du wegschmeißen. Das nützt niemandem. Wie gesagt, Selbstmitleid, vorwurfsvolle Beziehungssongs, komplett auf den Müllhaufen damit, meine Meinung. Ich hoffe, dass ich hiermit einen kleinen Kulturkrieg eröffnen kann. Wir werden ihn verfolgen, wenn ich die bösen Mails kriege. Ich würde gern zu zwei Fotos auf der Pinnwand kommen. Und zwar das erste, was ist da im Schlaflabor los? Ja, ne? Das musste sein. Meine Partnerin war einfach besorgt. Sie meinte, du setzt mit dem Atmen aus beim Schlafen. Und ich dachte, du bist tot und so. Aber naja, bist. Und dann im Schlaflabor haben sie rausgefunden, dass ich tatsächlich bis zu einer Minute manchmal nachts nicht atme. Was dazu führt, dass man vielleicht 12 Stunden geschlafen hat, aber wie gerädert ist morgens. Weil das Gehirn dann irgendwelche Angststoffe oder irgendwelche Panikstoffe freisetzt, damit man nicht stirbt. Ja, also ich war 3 Nächte im Schlaflabor und habe dieses verrückte Zeug an mir dran kleben gehabt und habe jetzt so eine Maske und den ersten erholsamen Schlaf seit 10. Entschuldigung, kleinen Schluck auf, fast ich. Du wolltest mit Kohlensäure. Ich wollte mit Kohlensäure, weil ich ein Rebell bin. Den ersten erholsamen Schlaf seit 10 Jahren gehabt. Hätte ich mal eher machen sollen. Dann hast du natürlich so eine komische Darth Vader-Maske nachts. Für mich war das sehr fremd zuerst. Aber jetzt liebe ich es, die Maske überzustülpen. Ich fühle mich wie in so einem Zelt. Ich fühle mich geborgen. Ich fühle mich endlich in Sicherheit mit meiner Schlafmaske und ich liebe Schulmedizin und deutsche Ingenieurskunst, die diese völlig geräuschlosen Kästen baut, die ziemlich wartungsfrei sind. Das ist fantastisch. Ich war einmal im Schlaflabor, da habe ich abgebrochen. Ich habe Beklemmung gekriegt. Ja, das glaube ich auch. Ja. Das war völlig steril, wie so ein Krankenhauszimmer. Ich konnte das nicht ertragen. Jetzt war ich in einem Schlaflabor, das war eingerichtet wie ein sehr gemütliches Hotelzimmer. Man konnte Fernsehen gucken. Ich habe noch ein bisschen Radio gehört über mein Handy. Das ging alles. Man hat diese ganzen Sachen an sich dran. Ja. Mein Tipp ist, dass du an dem Tag früh aufstehst und dich vielleicht physisch bewegt hast und dann schläfst du von selbst ein. Du brauchst diese Erkenntnis. Ich kann dir einen Rat geben. Ich glaube, man lebt länger und besser. Eigentlich kann jetzt nichts mehr kommen. Die Zeit ist auch eigentlich um. Ich muss noch ganz kurz auf das Foto mit deinem besten Freund, dem Bundespräsidenten, kommen. Wow. Was habt ihr da ausgetauscht? Frank-Walter Steinmeier war zufällig in der Elbphilharmonie, während Kai und ich dieses Album Die Stadt und das Mädchen vorgestellt haben, was der Versuch eines Revivals für den deutschen romantischen Klavierliederzyklus sein sollte. Eine moderne Geschichte, die in der Gegenwart spielt, erzählt in Liedern, aber mit dieser klassischen Form eines Klavierliederzyklus. Na, Frank-Walter Steinmeier war da, hat sich ein paar Lieder angehört, hat, glaube ich, irgendwie getweetet, dass er es beeindruckend fand. Das ist, glaube ich, sein Standardwort. Ich meine, wenn ich niemanden ärgern wollte, würde ich auch immer beeindruckend sagen. Egal, wie mies es war. Das war beeindruckend. Das habe ich echt gelernt von ihm. Wenn ich also irgendwas höre und das ist irgendwie, dann sage ich, das war beeindruckend. Aber naja, einige von meinen kommunistischen Freunden meinen, ich bin eher auf Frank-Walter Steinmeiers Linie als auf Sarah
Putin-Apologeten-Wagenknechts-Linie oder Sarah, hey, man muss diese AfD-Wähler doch verstehen, wenn sie rassistisch sind. Sarah fucking Wagenknecht. Nichts mehr zu tun mit meinen sogenannten kommunistischen Freunden, die alle komplett versagt haben in den letzten Jahren und Verständnis für Donald Trump hatten und die armen Unterprivilegierten und die bösen globalen Eliten übersetzt gedacht, die Juden in Anführungsstrichen. Ich will nichts mehr zu tun haben mit diesen, also ich bin immer zentristischer geworden und die Krise hat das noch verstärkt. Ich hatte immer zentristische Instinkte, also ich, deshalb so dieser Verbalradikalismus von, du hast hier ein Tonsteine-Scherbenbuch. Ich kann verstehen, dass Leute damals in der APU waren und dass Leute die BRD für ein Schweinesystem hielten, wenn man überall diese alten Nazis noch in den Schaltstellen der Macht sah. Ich kann verstehen, dass man das widerlich fand. Aber letztendlich hatte Rudi Dutschke nichts anzubieten. Also der Schlüsselmoment der APO und der 68er war, als die Studenten in Berlin wollten ihr Transparent an einem Baukran hängen. Die Arbeiter haben das 10 Minuten diskutiert und haben es ihnen verboten. Weil sie genau wussten, dass wenn die Studenten regieren, alles schlechter wird. Entschuldigung. Also wenn man wirklich ein blutendes Herz hat für die sogenannten einfachen Leute, für die sogenannten unteren prekären Schichten, dann muss man seinen Kopf neigen vor der Weisheit dieser Entscheidung in dieser Minute, die die endgültige Trennlinie zwischen der APO und der deutschen Arbeiterschaft bedeutete. Also, wie gesagt, meine kommunistischen Freunde fanden Trump gut. Das war für mich das Beschissenste in den letzten Jahren, das zu erkennen. Und seitdem habe ich mich von ihnen abgewandt. Aber ich strecke nach wie vor die Hand aus. Kommt zu uns in die Mitte der Gesellschaft. Kommt zurück. Das war's. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wenn es dann alles wieder losgeht und dann noch ein weiteres Album kommt. Schreibst du eigentlich an einem Album? Ich schreibe dauernd an Liedern. Alben sind ja vorbei. Ich versuche gerade meine Musik, meine Band auch. Wir versuchen das Bandgefühl zu behalten, weil ich das zu schön finde. Und aber wir versuchen keine Retro-Band zu werden. So Ich versuche nicht so auszusehen, wie die Dixie Jazz Band für mich aussahen, als ich ein Teenager war. Also. Möge diese Übung gelingen. Vielen Dank.